Guten Tag, mein Name ist Axel Rötschke. Ich trete bei den Oberbürgermeisterwahlen am 16. März als Kandidat der FDP an. Mit 20 Jahren bin ich der bis dato jüngste Oberbürgermeisterkandidat in Bayern. Das ist eine große Herausforderung. Nach meiner schulischen Ausbildung am Adam-Kraft-Gymnasium habe ich begonnen, in Erlangen zu studieren. Ich studiere Politikwissenschaften und öffentliches Recht. Meine Freizeit verbringe ich vor allem mit meiner Familie und meinen Freunden. Der Sport darf aber auch nicht zu kurz kommen. Als letzter großer Pfeiler in meinem Leben steht die Politik. Ich setze mich besonders stark für die Belange junger Menschen ein. Im vergangenen Jahr habe ich diese maßgeblich unterstützt. Wieso trete ich als Oberbürgermeisterkandidat an? Mir ist es wichtig, dass die Politik zuhört. Dabei ist vor allem das direkte Gespräch mit jedem Bürger von Bedeutung. Ich sehe Schwabach als eine aufstrebende Stadt, welche modern und familienfreundlich gestaltet werden möchte. Mit mir erfährt Schwabach einen frischen Wind und wird zukunftsgerichtet aufgestellt. Eine starke Stellung in der Metropolregion ist wichtig. Ich freue mich auf Gespräche mit Ihnen. Ich nehme mir für jeden Einzelnen die Zeit. Ich glaube, dass ich in meiner Heimatstadt etwas bewegen kann. Ihr Axel Rötschke.